Wie viel wiegt das Becken? Der Pool kann so viel wiegen wie ein mittelgroßer Elefant. Das Gewicht des Pools variiert von 100 Kilo bis 3 Tonnen und hängt von seiner Größe und der Qualität ab, in der das Becken produziert wird. Um detaillierte Informationen zum ausgewählten Pool zu erhalten, fülle unser Formular auf unserer Webseite aus. Wie lange sind die Lieferzeiten für ein Becken? Wir besitzen Europas größtes Poollager und fertigen unsere Pools übers ganze Jahr, sodass 90% unseres Poolsortiments sofort verfügbar sind. In der Saison, das heißt von März bis Ende Oktober, beträgt die Lieferzeit unserer Pools 2 bis 4 Wochen, wenn der Transport durch unsere Firma durchgeführt wird. Bei größerem Bestellaufkommen kann die Lieferzeit der Pools verlängert werden. Du kannst den Pool auch persönlich abholen, um die Lieferzeit auf wenige Tage zu verkürzen. Um lange Warteschlangen zu vermeiden, ist es wichtig, so früh wie möglich einen Pool zu bestellen. Was muss ich bis zu dem Tag der Lieferung vorbereiten? Wenn du vorher für ein bestelltes Schwimmbecken noch nicht bezahlt hast, bereite die abgerechnete Summe vor und begleiche den offenen Betrag vor der Entlagung mit dem Fahrer. Am Tag der Anlieferung des Beckens sollten die notwendigen Bauarbeiten natürlich ausgeführt worden sein. Das heißt, eine Baugruppe mit einer Bodenplatte, Styrodur, sollte auf der Oberfläche der Betonplatte ausgelegt sein. Achte darauf, dass die Styrodurschicht von Erde, Sand und Steinen gereinigt ist, damit das Becken sicher darauf platziert werden kann. Zum Entladen des Schwimmbeckens ist ein Kran mit einem Ausleger von mindestens 10 Metern, einer Hubhöhe von mindestens 6 bis 8 Metern erforderlich. Dies gewährleistet eine ordnungsgemäße Entladung des Schwimmbeckens. Mit was für einem Fahrzeug wird das Becken geliefert? Das Becken wird mit einem Kleintransporter bzw. einem 3,5 Tonnen LKW geliefert. Wie groß ist das Fahrzeug, welches das Becken ausliefert? Die Schwimmbäder werden in 2 Varianten geliefert. Das erste ist ein plattenförmiges Nutzfahrzeug mit einer Länge von 9 Metern und einer Breite von 3,3 Metern. Die zweite Variante ist ein Lieferwagen mit einem Anhänger von insgesamt 18 Meter Länge und 3,3 Metern Breite. Wie wird der Swimmingpool seitlich oder flach verladen geliefert? Die Art und Weise, wie der Pool verpackt und verladen wird, hängt von seiner Breite und von dem Land ab, in das der Pool geliefert werden soll. Pools bis zu einer Breite von 3,25 Metern werden in der Regel flach verladen, abhängig vom Zielland. Schwimmbäder mit einer Breite von mehr als 3,25 Metern werden immer seitlich verladen. Sind die Fahrzeuge mit einem Entladekran ausgestattet? Die Fahrzeuge, mit denen die Schwimmbecken angeliefert werden, verfügen über keinen Kran und andere Entladehilfsmittel. Wie hoch sind die Krankosten? Die Preise variieren von Region zu Region unterschiedlich. In der Regel liegen die Preise zwischen 80 bis 200 Euro pro Arbeitsstunde. Mehr Informationen erhältst du bei einem Kranunternehmen in deiner Nähe. Wer wird benötigt, um den Pool zu entladen? Um das Becken zu entladen, benötigst du einen mindestens 10 Meter hohen Kran. Das Schwimmbecken ist an 4 Gurten von mindestens 6 Meter Länge an den Ecken des Beckens aufgehängt. Auf diese Weise wird der Pool sicher und ohne Beschädigungsgefahr aus dem Fahrzeug entfernt. Zum Entladen benötigt man mindestens 2 Personen zur Sicherung und natürlich den Kranführer. Wenn die Gurte kürzer sind als geplant, wird das Becken zerdrückt und es können Risse entstehen. Diese Risse können nicht bei einer Reklamation anerkannt werden. Jede Entladung wird von unserem Fahrer auf Fotos dokumentiert. Kann der Pool von Hand entladen werden? Entlade das Schwimmbecken immer mit einem Kran. Das manuelle Entladen des Schwimmbeckens oder die Verwendung anderer Geräte als eines Krans kann zum Verlust der Garantie führen.
Kann man den Pool mit einem Bagger oder einem Gabelstapler entladen? Wir raten davon sehr ab, den Pool mit einem Bagger zu entladen. Wenn du dich entscheidest, mit einem anderen Gerät als einem Kran zu entladen, verlierst du dabei die Garantie auf den Pool. Zum Entladen des Pools ist ein Kran mit einer Auslegerlänge von mindestens 10 Metern und eine Aufhängevorrichtung von mindestens 6 bis 8 Metern erforderlich. Wenn das Becken nicht in der Nähe des Aushubs gebracht werden kann, muss der Ausleger eine Länge von mindestens 10 Metern haben. Dies gewährleistet eine ordnungsgemäße Entladung des Schwimmbeckens und die Platzierung des Beckens in der Grube. Ist das Schwimmbecken mit Ösen zum Entladen zur Punkte ausgestattet? Ja, unsere Becken sind mit Ösen unter dem Beckenrand ausgestattet, damit sie sicher entladen werden können. Wie viele Personen sind zur Entladung notwendig? Zum Entladen des Schwimmbeckens werden zur Sicherung und Anweisung mindestens 2 Personen benötigt, der Kranführer und unseren Fahrer nicht mitgerechnet. Hat der Fahrer Entladegurten für das Becken dabei? Ja, unser Fahrer hat entsprechende Gurten und der Kranführer sollte zusätzlich Ketten haben, die zum Entladen notwendig sind. Wird der Pool zu einer bestimmten Uhrzeit geliefert? Wir sind nicht in der Lage, die genaue Ankunftszeit des Fahrers mit dem Pool anzugeben. Der Fahrer hat oft eine lange Anfahrtsstrecke und wir können nicht vorhersagen, was auf der Straße passieren kann. Unfälle, Staus und andere unvorhergesehene Ereignisse. Wir informieren unsere Kunden immer darüber, an welchem Tag wir den Pool liefern werden und sie müssen einen Kran für diesen Tag buchen. Wir versuchen auch immer festzulegen, ob es morgens oder nachmittags wird, aber diese Information kann von uns nicht 100% versichert werden. Unser Fahrer wird sich etwa eine Stunde vor der Ankunft mit dir in Verbindung setzen, damit du die Kranfirma über die Notwendigkeit der Ankunft zu einem bestimmten Zeitpunkt informieren kannst. Wer organisiert den Kran zur Entladung? Die Bestellung eines Krans liegt in deiner Verantwortung. Wie lange wird ein Kran für die Entladung benötigt? Die sachgemäße Entladung sollte 2 Arbeitsstunden nicht überschreiten. Das ist natürlich nicht immer vorhersehbar. Das hängt von mehreren Faktoren ab, wie zum Beispiel des Geländes oder der Lage der Baugrube im Verhältnis zum Stehplatz des Krans. Wird der Pool separat oder mit anderen Becken geliefert? Die Transportkosten beinhalten den Platz auf dem Fahrzeug, wie es bei Kurier- oder Speditionsunternehmen der Fall ist. Übersteigt die Bestellung nicht die zulässige Transportgewichte, so wird sie mit der Bestellung eines anderen Kunden kombiniert. Es ist jedoch möglich, individuelle Transporte zu bestellen. Dann packen wir nur dein Schwimmbecken ein. Dieser Service kostet einen Aufschlag von 950 Euro zu den Transportkosten. Besteht die Möglichkeit einer Selbstabholung? Ja, der Pool kann auch bei uns abgeholt werden. Was wird bei einer Selbstabholung des Pools benötigt? Du solltest mit einem adäquaten, ausreichend großen PKW, LKW oder Anhänger, Transportgurten, mehreren Styroporplatten, Planen und viel Vlies ausgestattet sein. Berücksichtige die Größe des Fahrzeugs mit demjenigen, mit welchem das Schwimmbecken transportiert werden soll. Beachte die aktuelle Straßenverkehrsordnung, insbesondere im Abschnitt über die maximalen Fahrzeugabmessungen.